überall Ratten. Angelockt von dieser Anwohnerin, die täglich säckeweise Vogelfutter verstreut. Und das in unmittelbarer Nähe zu einer benachbarten Kita und Grundschule in Wuppertal. Die Folge? Die Ratten haben sich inzwischen explosionsartig vermehrt. Weil die Tiere Krankheiten übertragen können, hat das Gesundheitsamt inzwischen die Außenbereiche von Schule und Kita gesperrt. Patrick Peinels macht sich Sorgen um die Gesundheit seines Sohnes. Morgens ist es sehr extrem, wenn es sehr früh ist, dass die Ratten hier über die Straße laufen und wir da halt arge Probleme haben, wenn man halt hier zum Kindergarten kommt. Auf jeden Fall bin ich sauer. Ich finde es furchtbar, dass wir hier allein gelassen werden, sehr lange. Es hat erst wenige Gespräche gegeben. Die Eltern machen Druck bei der Stadt, demonstrieren heute sogar vor der Kita, damit endlich mehr passiert. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Kurt von Noltig erklärt uns, dass es nicht so einfach ist, rechtlich gegen die Vogelfrau vorzugehen. Bußgelder wurden schon verhängt. Man habe sogar versucht, die Frau in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Bisher erfolglos. Wir finden keinen Richter, der sagt, okay, die Frau muss jetzt mal für 14 Tage in Pflege oder Untersuchung oder was weiß ich, wie auch immer. Wir können sie 2 Tage in eine Forensik bringen, dann müssen wir sie wieder freilassen. Durch die Masse an Vogelfutter, das die Frau hier verstreut, rühren die Ratten selbst das Rattengift nicht an. Im Gegenteil, sie vermehren sich von Tag zu Tag. Warum die Frau die Tiere füttert, ist unklar. Sie soll möglicherweise psychisch verwirrt sein, gilt als aggressiv. Ich hoffe, dass die Stadt auf jeden Fall tätiger wird in dem, was wir hier tun, dass sie gemeinsam mit uns hier Sachen umsetzt, guckt, dass sie die Frau hier wegbekommt, dass man da mehr Power hintersteckt, dass wir jetzt mal die Ratten hier wegbekommen. Bis der Futterterror endlich ein Ende hat, wollen Patrick Peinels und die anderen Eltern weiterkämpfen. Hier können nämlich vorerst keine Kinder spielen.